Mein Schatz, wir liegen gerade vor Mazatlan und so habe ich etwas Zeit, dir zu schreiben. Ich hatte heute ein seltsames Erlebnis. Julie, unsere Kreuzfahrtmanagerin, kam zu mir, eine junge Dame wolle mich sprechen. Als ich sie an der Reling stehen sah, da blieb mir fast das Herz stehen. Sie stand mit dem Rücken zu mir, dunkles, langes Haar, ein rot-weiß geblümtes Sommerkleid, so wie das ich immer so sehr an dir mochte. Aber als sie sich umdrehte, da war es doch nur ein Gast. Ich muss sie wahnsinnig enttäuscht angeschaut haben. Ich würde dich jetzt so gerne in den Arm nehmen und nie wieder loslassen. Morgen geht es weiter nach Cancun, so wie es immer weitergeht. Von einem Hafen zum anderen, von einem Schiff zum anderen. Ich will endlich ankommen. Was ist mit Eva? Nein! Eva! Eva, wach auf! Eva! Sie hat es leider nicht geschafft. Was? Das kann nicht sein! Also jetzt tu doch nicht so! Das war doch zu erwarten! Also ich hab dich gewarnt! Was? Eva, komm, wach auf! Eva, wach auf! Wach auf! Herein. Guten Morgen. Eva. Störe ich? Nein. Willst du mitfrühstücken? Ich könnte ein zweites Gedeck bringen lassen. Nein. Markus. Ich muss mit dir reden. Okay. Ich habe deine Briefe gelesen. Alle? Ja, genug, um mir ein Bild davon zu machen, wie es dir ergangen ist. Wie schrecklich das alles war. Dafür habe ich sie dir nicht gegeben. Die Briefe waren wunderschön. Aber weißt du, wie lange ich gehofft habe, dass wäre alles nur ein böser Traum gewesen? Die Tür geht auf und du wärst wieder da. Aber die Tür ist aufgegangen. Und wir haben eine zweite Chance bekommen. Eva, ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt und ich werde dich immer lieben. Aber du kennst mich doch überhaupt nicht mehr. Doch. Nein. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Doch. Ich habe lange nicht daran geglaubt, aber irgendwann ist das Leben tatsächlich weitergegangen. Und zu diesem Leben gehört ein neuer Mann. Robert Saalfeld. Muss ja ein ziemlicher Kotzbrocken sein. Was weißt du denn über ihn? Genug. Von Jakob. Du vergisst das mal schnell wieder. Robert ist ein wunderbarer Mann. Und du bist nicht der Einzige, der ein schweres Schicksal hat. Das habe ich auch nie behauptet. Entschuldige. Robert hat vor kurzem seine Frau verloren. Ich weiß. Bei der Geburt seiner Tochter. Ja, und das ist gar nicht so lange her. Ja, ich bin schwanger. Ich hätte es dir vielleicht früher sagen sollen. Aber
Das ist im Moment alles ein bisschen viel. Ja, das ist es wohl. Lass mich bitte allein. Lena, wie lange willst du denn noch warten? Findest du nicht, Markus hat's verdient, endlich die Wahrheit zu erfahren? Ja. Wem er es zu verdanken hat, dass er verschleppt wurde, dass er eingesperrt war, dass er jahrelang untertauchen musste, immer mit der Angst im Nacken, die Mafia findet raus, er ist noch am Leben. Ja. Ja, also dann. Was? Als mich Markus gestern im Arm hatte, das hat sich für einen Moment so angefühlt, als wäre alles wieder gut. So wie es ist. Lena, er findet sowieso raus, was passiert ist. Da ist es doch besser, du sagst es ihm selbst, zumal ohnehin das halbe Hotel Bescheid weiß. Ja, was nicht meine Schuld ist. Ja, ich weiß. Ich hätte mich in der Küche besser beherrschen sollen. Lena, mir liegt so wahnsinnig viel dran, dass wir wieder eine Familie werden. Markus, du, ich, aber dafür müssen die Altlasten beseitigt werden. Du bist es Markus schuldig. Aber ich entscheide wann. Lass dir nicht zu viel Zeit. Morgen. Morgen. Alles okay? Geht's dir gut? Alles bestens. Mein Leben gerät nur gerade etwas aus den Fugen. Ah. Dein Ex? Ja. War gerade bei ihm. Okay. Was okay? Naja, deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ist dieses Aufeinandertreffen nicht gerade stressfrei verlaufen. Hör mal, im Moment ist nichts stressfrei. Und das liegt nicht nur an Markus, sondern auch an einem gewissen Robert Saalfeld. Ja. Außerdem solltest du dich an den Gedanken gewöhnen, dass Markus wieder da ist und auch bleibt. Und was bedeutet das für uns? Ich will dich nicht verlieren, Eva, ich liebe dich. Und ich liebe dich! Ja, also! Aber diese ständigen Diskussionen und Streitereien um das Kind. Ich weiß, und es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Dann entscheide dich endlich. Für unser Kind, für mich, für uns. Damit wir endlich wieder zusammen sein können. Und ach, ich weiß auch nicht. Was? Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, was richtig ist und was falsch. Was? Was ist? Ist schlecht. Kann ich dir helfen? Kommen Sie rein. Hey, Sie sind ja schon fertig. Was dachten Sie denn? Und Sie haben allen Grund, so richtig stolz auf mich zu sein. Nicht nur, dass ich schon fertig bin, ich habe heute schon eine Schlacht gewonnen. Oh. Der lustige Koch? Herr Konopka. Er hat versucht, mich mit einem Schoko-Eclair zu verführen. Und ich bin standhaft geblieben. Und wissen Sie was? Ich fühle mich so richtig gut, so richtig diszipliniert. Das ist gut. Und mein strenger Lehrer, der sehr disziplinierte Herr Heinemann, wird so richtig stolz auf mich sein. Das ist er auch. Deswegen hat er Ihnen eine kleine Belohnung mitgebracht. Ein Schokokuchen? Als Belohnung dafür, dass ich kein Schoko-Eclair gegessen habe? Sie haben einen Ribeye-Burger gegessen mit allen Schikanen. Geben Sie es zu. Ich komme nicht anders. Tanja hat mich überrascht. Ja, mit dem Kuchen. Ja, Sie müssen jetzt ja nicht gleich alles auf einmal essen. Vielleicht geben Sie ihm ein Stückchen ab. Haben Sie ein Stück von dem Burger dabei? Vergessen Sie es. Guten Morgen. Hi. Na, Markus? Dabei, die neue alte Heimat zu erkunden? Ach, hör auf. Komm, wir gehen ein paar Schritte.
Was ist denn los? Sag mal, wieso hast du mir nicht erzählt, dass Eva schwanger ist? Weil es nichts ändert. Bitte? Weil es nicht wichtig ist, Markus. Sie erwartet ein Kind von dem Typ. Selbst wenn sie gerade Probleme haben, aber sie hat eine Familie. Hat sie nicht. Mutter, Vater, Kind, wie nennst du sowas? Ich meine, wenn sie alleine wäre, okay, aber ihre Beziehung kaputt machen, nee, danke. Wenn der Vater nun mal fehlt? Er ist doch da. Aber er will das Kind nicht. Wie, er will das Kind nicht? Robert Saalfeld erwartet von Eva, dass sie abtreibt. Wie stellt Markus sich das vor? Hallo, ich bin wieder da. Lass uns die letzten 11 Jahre einfach vergessen. Ja, ich war glücklich mit ihm. Und wie? Aber wie kann er wissen, dass er mich noch genauso liebt wie früher? Ich bin nicht mehr die Eva von vor 11 Jahren. So wie er nicht mehr der Markus von früher ist. Außerdem, ich liebe Robert. Und er liebt mich, auch wenn wir gerade unsere Probleme haben. Robert wäre der beste und liebste Vater auf der Welt. Ja. Und auch der launenhafteste, unzuverlässigste, sturste. Zur Not ziehe ich unser Kind eben alleine groß. Und jetzt, wo Markus weiß, dass ich von Robert schwanger bin, wird er sich das sowieso noch mal überlegen mit seiner großen Liebe zu mir.